Willkommen zu Yuri Experience und heute will ich mit dir über Wichtigkeit von Internetsicherheit sprechen. Aktuell leben wir in der Zeit, wo es nicht mal so ein Wunder ist, ein Kind zu finden, welcher ein iPad in der Hände hält und etwas so auf Internet sucht, jetzt etwas googelt. Das ist komplett normal. Internet ist jetzt komplett überall. Das ist ein wichtiges Teil unseres Lebens. Es hat viel Gutes, aber natürlich auch viel Schlechtes. Und deswegen soll man meiner Meinung nach, es soll einem bewusst sein, dass man auch im Internet vorsichtig sein soll. Es ist nicht so, dass jemand kommt und dich schlagen wird, aber möglicherweise kann jemand Informationen finden, wo man dich finden kann, und dann kommt diese Person zu dir und dann schlägt diese Person dich. Das ist einer der Gründe, wieso meiner Meinung nach Internetsicherheit ein Fach in der Schule sein soll oder zumindest etwas darüber erzählt sein soll. Weil, lass uns mal ehrlich sein, Menschen älter als meine Generation und auch teilweise meine Generation, wir sind aufgewachsen, wo Internet war noch was komplett Fremdes. Also diese, das war komplett normal, so jeden, keine Ahnung wann, Modem anschalten und lassen diese Telefonlinie lange klingen. Aber jetzt ist Internet da. So, du nimmst dein Handy, der Internet ist da. Für jeden zugreifbar und jeder soll meiner Meinung nach wissen, wie man sich da verhält. Auch Kinder. Und möglicherweise, wenn Kinder das vernünftig aufnehmen, dann können sie das auch ihre Eltern beibringen. Wie und was darf man und soll man nicht mit Internet teilen? Das sind alles die Fragen von Internetsicherheit. Und darüber will ich heute sprechen. Aber natürlich, bevor wir anfangen, muss ich dir sagen, dass es Yuri Experience ist und hier teile ich meine verschiedenen Meinungen zu verschiedenen Themen. Ich mache 2 Videos pro Woche, montags und donnerstags. Wenn dir dieses Video gefallen wird, bitte drück den Like-Button. Ansonsten kannst du auch gerne den Kanal abonnieren. Lass uns anfangen. Ich habe keine super duper klare Gründe, wieso Internetsicherheit wichtig ist. Ich werde mit euch allgemein ein paar Punkte aus Internetsicherheit besprechen und ich hoffe, dass ihr danach verstehen werdet, wieso meiner Meinung nach Internetsicherheit so wichtig ist. Und wir fangen damit an, das ist der Punkt Nummer 1, das ist auch der wichtigste Punkt. Internet wird für immer da sein. Also etwas, was Internet berührt hat, irgendwelche Informationen, die Internet berührt hat, in jeglicher Form, ist für immer höchstwahrscheinlich im Internet da, in irgendeiner Form. Und ja, ich meine, auch wenn du etwas löscht irgendwo, so grob gesagt, du hast dein Foto gelöscht auf irgendeinem, zum Beispiel auf Facebook oder auf Instagram, das bedeutet ja nicht, dass dieses Foto nicht mehr existiert. Möglicherweise kannst du dieses Foto nicht mehr sehen, aber es gibt noch Datenbanken, wo das möglicherweise immer noch existiert. Und es gibt noch andere Seiten, wo die Instagram kopieren zum Beispiel. Und das gibt es auch. Und da gibt es möglicherweise dein Foto immer noch. Ich will nicht mal darüber sprechen, dass große Firmen ständig Informationen über dich sammeln. Ständig. Man kann sogar das nachgucken. Ich glaube, du kannst googeln. Google Ads und sonst was. Wie findet man Informationen über sich selbst auf Google Ads? Sowas in der Art. Und du kannst finden, was Google zum Beispiel über dich weiß. Oder ich weiß nicht, ob man das bei anderen Firmen auch nachgucken kann, aber der Punkt ist, die Informationen über dich, persönliche Informationen, private Informationen sind da. Aber okay, zumindest in der Theorie sind diese Informationen nicht mit dir persönlich verbunden. Das ist nur Teil der Statistik. Außer man ist so ein Hacker oder ist eine Person, die dazu fähig ist, diese Datenbanken zu benutzen, was dürfen eigentlich keine Menschen. Wird keine Verbindung mit dir auch stattfinden. Aber auch unabhängig davon. Früher waren die Seiten nicht mal so, dass sie Informationen überhaupt gelöscht haben in irgendeine normale Form. Sie haben Informationen öfter versteckt oder irgendwie sonst visualisiert oder sonst was. Früher war es komplett so wildes Westen. Information war überall und nirgendwo und es war ziemlich merkwürdig. Aktuell gibt es mehr Regeln, zumindest in einigen Ländern, und man kann nicht mehr so frei mit Informationen umgehen. Aber der Punkt ist, sobald Information Internet berührt hat, also die Information hast du irgendwo geschickt, über WhatsApp, über egal was, theoretisch sogar wenn das auf deinem PC ist, welche mit Internet verbunden ist, aber da gehen wir nicht hin, wenn die Information Internet berührt hat,
ist diese Information theoretisch zumindest allgemein zugänglich. Das bringt mich zum zweiten Teil dieses Punktes. Wenn du etwas teilst mit Internet, sei sicher, dass du das unbedingt teilen willst. Unabhängig davon, ob dahinter dein Konto steht, also da dein Foto ist, oder das ist einfach ein anonymischer Account, Konto, so, wo man keine Verbindung auf ersten Blick mit dir machen kann. Auf zweiten Blick, so, Firmen dürfen persönliche Informationen über Benutzer teilen, dementsprechend. Und allgemein gibt es immer eine Wahrscheinlichkeit, dass die Informationen, die du kurzfristig geteilt hast, werden langfristig gegen dich benutzt. Zum Beispiel, aktuell ist es voll in, seit ein paar Jahren eigentlich, so dieses Teil von Cancel Culture. Also Menschen gehen zum Beispiel auf Twitter und gucken so Tweets von der vor Jahren. Also dein erster Tweet gucken sie sich an und dann sehen sie, dass dieser Tweet war vielleicht damals witzig, aber aktuell ist es problematisch. Und danach, dein Job ist weg, deine Karriere ist zu Ende, du bist keine vernünftige Person mehr, weil du diese Meinung vor Jahren gehabt hast. Ja, möglicherweise hat sich deine Meinung inzwischen verändert, aber wem kümmert es? Ein anderes Beispiel wäre, da irgendwelche deine persönlichen Informationen über deine Familie, deine Herkunft, wie du aufgewachsen bist. Diese Informationen werden ab und zu für Sicherheitsfragen zum Beispiel benutzt oder um sicherzustellen, dass diese Service-Mitarbeiter genau mit dieser Person spricht. Und wenn du diese Informationen geteilt hast, dann sind diese Informationen für alle Menschen zugänglich und dann können sie sich für dich ausgeben. Das kann zu Betrug führen. Das kann zu verschiedenen Formen von Betrug führen, aber lass uns ein Basisbeispiel nehmen. Ja, Kreditkartenbetrug. Die Person kann sich für dich ausgeben, sagen, oh, ich habe meine Karte verloren, könnte ich eine neue bekommen? Bis du merkst, dass deine Kreditkarte nicht mehr funktioniert und dass du eine neue irgendwie bekommen hast, aber nicht bekommen hast, ja, viel Spaß, dein Geld ist weg. Der zweite Punkt, und das wundert mich, dass wir immer noch darüber sprechen müssen, das ist allgemeine Sicherheit der Information. Also was ich damit meine, sind Passwörter, sind die Guidelines verschiedener Seiten, ist wie und ob eine Seite die Informationen über dich oder welche du mit dieser Seite geteilt hast, ob die Seite diese Informationen weiter teilen darf. Ihr würdet euch wundern, es ist für sehr viele Seiten nicht verboten, persönliche Informationen über dich zu teilen. Es ist erlaubt. Sehr viele von uns lesen diese gesamte Guidelines, also laden sie das runter und lesen sie unsere Guidelines. Lass uns mal ehrlich sein, wer tut das? Die meisten Menschen machen einfach ein Häkchen und danach, wenn drin steht, ich erlaube mich zu versklaven, dann ja, vor Gericht wird das nicht funktionieren, aber trotzdem, du wirst Probleme haben. Was Passwörter geht, gibt es zumindest eine Regel, welche laut meinem Verständnis sehr viele Menschen nicht benutzen. Benutze nicht das gleiche Passwort für alles in deinem Leben. Punkt. Wenn es eine Hauptregel für Passwörter geben könnte, das wäre diese Regel. Benutze verschiedene Passwörter, auch wenn die nicht unbedingt stark sind. Am besten sollen sie auch stark sein, mit verschiedenen Buchstaben, Zeilen und so weiter und Spezialzeichen. Aber wenn du schon nicht unbedingt ein starkes Passwort benutzt, mindestens verschiedene für verschiedene Seiten. Die Sache ist folgend. Manchmal passiert es, dass die Datenbanken, die hinter einer Seite stehen, die irgendwie lassen die Informationen aus Datenbanken verschwinden. Also die Information geht irgendwie weg auf die breite Fläche von Internet. Und die richtigen Menschen können diese Informationen sammeln und dann gegen dich benutzen. Also wenn du nur ein Passwort hast, welches du überall benutzt, egal ob du jetzt eine Millionärperson bist oder du verdienst gar nichts. Wenn das bei dir der Fall ist, kann diese Person zum Beispiel bei Amazon sich anmelden und dann etwas kaufen? Kann diese Person bei Gmail sich anmelden und dann die E-Mail-Bestätigung von Amazon löschen? Kann diese Person zum Beispiel deinen Finanzberater kontaktieren aus Gmail und sagen, yo, könnte ich bitte einen Kredit haben auf meine Person? Das alles geht. Und danach zu beweisen, dass es nicht du warst, dass es eine andere Person war, dass dein Passwort geklaut wurde, viel Spaß. Es ist fast A unmöglich und B, auch wenn es passiert,
Ja, es bedeutet ja noch gar nicht, dass du das Geld zurückbekommst, in egal welcher Form. Deswegen bitte, bitte, bitte besser sicher sein, als danach, ja, als danach Probleme haben. Wenn du ein Problem hast, die Passwörter zu merken, Google bietet verschiedene Möglichkeiten, Passwörter zu speichern. Es gibt verschiedene Passwortmanager-Programme und Erweiterungen, die das auch machen. Speichere dir da. Es gibt auch freie Optionen. Es muss nicht unbedingt kostenpflichtig sein. Bitte, Optionen gibt es viele. Das letzte Thema, das dritte Thema, welches ich anfasse, hat meiner Meinung nach sogar am meisten mit Schulen zu tun. Und es geht hier um Bullying oder wie auch immer das heißt, also um Aggressionsausbrüche zwischen Menschen auf Internet in diesem Fall. Ich weiß nicht, wie in es aktuell ist, für Kinder verschiedene Sozialprofile zu haben, also auf Instagram, Facebook oder vielleicht TikTok oder sonst was. Ich weiß nicht, wie in es aktuell ist, aber soweit eine Person das hat, wird diese Person hundertprozentig irgendwelche Menge an Bullying bekommen. Es können einfach Trolls sein und das sind einfach Menschen, die komplett zufällig verschiedene, nicht unbedingt logische Sachen schreiben und man soll wissen, welche Meinungen man ignorieren soll und diese Meinungen gehören dazu. Aber auch ohne Trollen gibt es auch Menschen, die bewusst diese Bullying-Geschichte auf Internet machen. So wie es früher mal war in der reellen Welt, wo Menschen sich versammelt haben und eine Person geschlagen haben. Da ist es ziemlich ähnlich, aber halt nur mit Wörtern und du bist so eine Person, du bist eine schlechte Person, du bist untalentiert, wieso machst du das und so weiter. Ich habe keine Lösung dafür. Ich weiß nicht die Lösung. Aber was ich schon weiß, dass es mehrere Wege gibt, sich zumindest zu versuchen, davon zu trennen. Also, grob gesagt, wenn es früher mal Probleme gab in der Schule, also dass Menschen dich gebullied haben, also das Wort haben, du könntest früher nach Hause gehen, du könntest wegrennen. Ja, vielleicht ist das nicht die beste Option, aber trotzdem. Auf Internet kannst du ziemlich das Gleiche machen. Konto löschen, Kommentare ignorieren, lernen, wie man mit Kommentaren umgeht und welche Kommentare man ignorieren soll. Vielleicht neue Kontos erstellen regelmäßig, vielleicht Konto privat machen. Es gibt sehr viele Sachen, die eigentlich nicht mal so kompliziert sind, aber die einem bewusst sein sollen. Genau das soll meiner Meinung nach als Ziel Internetsicherheit auch haben. Nicht nur das, aber auch das. Erklären, wieso Internet so ein gefährlicher Platz ist. Und auch erklären, wie man damit umgeht. Und lernen, dass nicht alle Menschen da so sind, wie die auch in der reellen Welt sind. Weil es ein riesiger Teil von sozialen Medien ist. Es war auch immer so. Früher gab es auch Schauspieler, die in der reellen Welt und im Film komplett verschiedene Menschen sind. Es ist nichts Neues, aber damit umzugehen ist trotzdem kompliziert. Deswegen bin ich der Meinung, wenn man schon etwas beibringen kann, um das Leben mehrerer Menschen zu erleichtern, wieso nicht? Das war's im Prinzip. Ich werde nur dich kurz darum bitten, achte auf deine persönliche private Information. Wenn etwas weg ist, auch wenn es per WhatsApp verschickt ist oder per Telegram verschickt ist oder per Messenger oder per sonst was verschickt ist, soweit es Internet berührt, ist es nicht mehr nur deins. Es gehört nicht nur mehr dir. Auch wenn es encrypted wird, also mit Passwort und sowas versichert und so, es alles ist zwar gut und schön, aber man kann trotzdem die Informationen daraus holen. Möglicherweise ist es kompliziert, aber machbar. Deswegen bitte, 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 sei vorsichtig, was deine Informationen angeht. Teile nur das, was du bereit bist zu teilen. Und wo du auch denkst, in 20 Jahren werde ich mich dafür nicht schämen und werde ich mir keine extra Gedanken machen, dass ich diese Information geteilt habe. Bitte sei vorsichtig. Internet ist zwar eine der Sachen, die die ganze Menschheit weitergebracht hat, aber das ist trotzdem auch ein Platz, welcher extrem gefährlich ist. Das will ich so lassen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn es der Fall ist, bitte drück den Like-Button. Ansonsten kannst du auch gerne den Kanal abonnieren. Wir sehen uns am Montag. Ja, schönes Wochenende.